Herzlich willkommen, liebe Zuschauer oder Zuhörer. Ich sage jetzt mal die männliche Form für alle Geschlechter. Ich habe da bei den letzten Malen immer so ein bisschen rumformuliert mit verschiedenen Varianten. Also bleibe mal wieder jetzt bei der einfachen Variante. Herzlich willkommen zum Samstagabend. Verantwortungstreff ist da immer, oder Samstalk, wie wir es auch gerne nennen. Älteste Talkshow von Schenker-Bewegung seit mindestens 10 Jahren. Und ja, Sinn der Sache ist, aus dem Strom des Alltagslebens mal aufzutauchen und sich die Verantwortungsfrage zu stellen. Also nicht nur für, was weiß ich, dass das Auto immer gut Benzin hat oder die Zimmerpflanze ihr Wasser kriegt, sondern ist die gesamte Story überhaupt verantwortbar? Oder was kann das bedeuten, da über solche Verantwortung im Ganzen nachzudenken? Ja, seit einiger Zeit ist es so, dass wir hier ein Kernteam haben. Also ganz im Kern ist das der gute Dylan und meine Unbedeutendheit. Oft hatten wir noch den Luis mit dabei und jetzt auch öfters auch Gela, die heute nicht kann. Und besonders wichtig ist das in dem Sinne, dass wir ein Stück weit ein Modell auch miteinander schon sein wollen, hier in diesem Gesprächsaustausch. Nämlich ein Keimling, kann man sagen, ein virtueller Keimling für eine wirklich echte, tragfähige Kommune, deren entscheidenden Lebensnerv wir in der freien Argumentekultur sehen. Und das möchten wir hier schon mal unter uns auskultivieren, so gut wir das können. Und wir sind eigentlich der Überzeugung, dass es zwar auch nett und schön ist, eng beieinander zu sein, aber dass dieser Lebensnerv viel wichtiger ist als alles andere. Und dass Menschen, die auch aus weiter Ferne miteinander umgehen, wenn sie das wirklich verkörpern können, leben können, die freie Argumentekultur, dann sind sie eigentlich im Wesentlichsten verbunden, auch für solche Kommunefähigkeit. Der Dylan hatte auch eine Anzeige geschaltet, wo er in so einem Sinne, auch noch mit anderen Kompetenzen, die wir haben, aber jetzt mal aus dieser Kernkompetenz heraus betrachtet, Hilfestellung und Supervision auch anbieten möchten für andere Menschen, die so diesen Weg zur Argumente-Kommune einschlagen wollen. Und ja, also ich kann noch darüber hinaus sagen, dass wer jetzt über den reinen Talk hier hinaus auch in Schriftform das Ganze weiterverfolgen will, in die Breite oder in die Tiefe gehen will, den lade ich herzlich ein zu unserem freien Argumentekulturforum www.freie-. Ist eingeblendet, ja. .de, super, danke, Dylan. Und ja, noch zur Technik, wir machen normalerweise Redekreis. Heute sind wir der Dylan und ich, also da wird uns das leicht fallen. Ansonsten Redekreis heißt Reihenfolge der Teilnehmer mit jeweils gleicher Redezeit. Da gibt man den Staffelstab sozusagen von einem zum anderen weiter, so kommt jeder zu Wort, man unterbricht sich nicht und so weiter. Ja, und da überlasse ich dem Dylan meist so zu gucken, genau, der macht nämlich auch die Zeitmessung und hört so einen Piepton, wenn die Redezeit abgelaufen ist, ob wir da 4 oder 5 Minuten oder sowas nehmen. Ja, und damit bin ich schon durch mit der Einleitung und gebe für den ersten inhaltlichen Beitrag an den Dylan. Ja, vielen Dank. Dann gucke ich mal, was ich hier zu tun habe. Ja, mein erster Beitrag heute ist letztendlich dass ich einfach mal heute als erster Beitrag mal so zur Situation überlege, ja? Wir haben hier eigentlich die beste Situation. Wir haben eigentlich mit Öff, Diplom-Theologe Jürgen Wagner, wahrscheinlich den besten und sanftesten Moderator, den ich kenne, den Anwalt der freien Argumentekultur, der eine Atmosphäre schafft, in der die unterschiedlichen Stimmen der Welt, die naturwissenschaftliche Stimme der Welt, die geisteswissenschaftliche, durchaus auch die esoterischen Stimmen der Welt, spirituelle Stimmen der Welt, alles andere auch gesagt werden darf
und vertreten werden darf? Und warum sind jetzt nicht Millionen Menschen hier, sondern wir heute zu zweit? Ja, und da fürchte ich, weil Menschen leider so viel andere vitale Bedürfnisse haben, weswegen sie auch immer wieder in die Marktwirtschaft zurückfallen. Ja, es ist eben so verführerisch, ich sag's mal so, wenn man auf einer Demo mitläuft, hat man immer die Chance, zum Beispiel einen netten Liebespartner kennenzulernen. Wenn man irgendwo mit Leuten zusammensitzt am Samstagabend, anstatt hier freie Argumentekultur praktizieren, hat man einfach viel mehr Auswahl für mögliche Liebespartner und solche Dinge. Und das heißt, es sind ganz vitale Bedürfnisse der Menschen, die sie offensichtlich über den Aufbau einer neuen Argumentekultur und damit einer Schaffung der Welt aus dem Argumentieren heraus setzen. Und ich habe das getestet die letzte Woche. Ich habe Sendungen gemacht. Ich habe einmal, nachher werde ich das vorlesen, einmal eine Sendung gemacht, wo ich hier so, ich kann das gerade mal hier für die Zuschauer schon mal andeuten, wo ich hier eine Patientenverfügung noch mal formuliert hat, eine ganz offensive Patientenverfügung bis hin zur Bereitschaft, in Reservate zu gehen, was ja ÖFF auch immer anspricht, als Antwort, also quasi, da habe ich geschrieben, Impfpflicht und Bußgeld vermeiden durch Patientenverfügung. Und das hat sofort dieses Thema, hat 5-mal mehr Klicks gebracht als unsere freien Argumentekulturdiskussionen der letzten Zeit und so weiter. Weil das wieder etwas ist, wo die Leute so ein ganz primitives, die Jacke ist mir näher als die Hose oder so, oder das Hemd ist mir näher als die Hose, also so dieser Logik folgend, ja. Und dann habe ich das dann einen Test gemacht und habe eine Sendung gemacht zum Thema so quasi guter Sex und noch viel besserer Sex. Und das hat nochmal doppelt so viel Klicks gebracht. Also plötzlich ein Vielfaches von dem, was wir sonst in letzter Zeit hatten mit den Klicks. Und das zeigt eben, dass solche vitalen Bedürfnisse, ja, zum Beispiel, wo finde ich eventuell so auf die Schnelle innerhalb der Marktwirtschaft Liebespartner, Sozialpartner und so weiter, dass das die Leute auch immer wieder zurückzieht in das Mitmachen in der Marktwirtschaft und in das Mitlaufen. Und dass das alles Kräfte sind. Und das erinnert mich an das, was ich letzte Mal ja angedeutet habe, dass ich gesagt habe, dass es leider im Menschen offensichtlich Triebkräfte gibt. Wir haben erst letzte Mal angedeutet, also wenn Menschen sich streiten in einer Gemeinschaft oder Spannungen auftauchen, dann hängt das zur einen Hälfte mit der Pädagogik der sozialen der Marktwirtschaft zusammen, mit den vorteilbringenden Irrtümern. Du hast immer Recht, und also diese Rechthaberei-Anleitung, und der andere ist immer im Unrecht und so weiter, und schon werden die Streitigkeiten unendlich. Aber neben diesen durch die Marktwirtschaft antrainierten Gemeinschaftsunfähigkeitsproblemen über die vorteilbringenden Irrtümer gibt es offensichtlich auch so noch etwas, behauptet jedenfalls die Naturwissenschaft, wie Triebkräfte, wie wir sie in unserer Evolution hatten, so dieses löwenartige Rivalen töten, Kinder töten, bei Gorillas das Rivalen töten und Kinder töten und so weiter. Und alle diese Unmenge an Kräften, diese alle zusammen scheinen Probleme zu machen. Ja, und von daher, das war jetzt so meine Runde. Ich finde es schade, dass wir hier zwar das beste Angebot der freien Argumentekultur haben, dass aber Menschen scheinbar ganz andere Ziele in ihrem Leben noch verfolgen, weswegen sie im Großen und Ganzen doch noch bei der Marktwirtschaft immer mitmachen. Und weil man dort eben auch viel mehr Sozialkontakte hat, als wir in unserem kleinen Kreis bisher einfach bieten können. Und da sind die Leute dann einfach woanders, ne?
Ja, ich gebe weiter an Öff-Öff. Das war meine erste Runde. Ja, danke, Dylan. Ich glaube tatsächlich, wir sind am zentralen Schlüssel des Geschehens dran. Und es ist ja auch kein Zufall, dass die Welt die Probleme hat, die sie hat. Also Arsenale von Atomwaffen, wo die Wissenschaftler schon fürchten, das Ganze könnte sogar zufällig zum Ausbruch kommen. Siehe die sogenannte Doomsday Clock, die Weltuntergangsuhr, die da von einer Gruppe Wissenschaftler ständig so, ja, beurteilt wird, wie der Stand der Dinge ist. Und die Zerstörung unserer eigenen Lebensgrundlagen hier, der natürlichen Lebensgrundlagen, die Lebensgrundlagen auch der Kinder der Zukunft, die Ungleichheit, durch die in anderen Teilen der Welt, also hier auch bei uns Menschen umkommen, aber in anderen Teilen der Welt unzählige Kinder verhungern und so weiter. Also, es ist kein Zufall, dass die Welt wie sie ist. Also man kann im Grunde genommen schon froh sein, dass wir hier in Deutschland jetzt, also in unserer gegebenen Lebenssituation, so eine gewisse ausgeglichen, ruhige Zwischensituation haben, was daran liegt, dass unsere Werkzeugintelligenz und Organisationsintelligenz, also der weltweit erstmal davon galoppierte Kapitalismus mit dem Ausschöpfen der technischen Möglichkeiten, also jetzt gerade auch Massenproduktion und jetzt auch noch die vierte industrielle Revolution, wo die Produkte, die Produktionsmittel, die wir schaffen, unsere geistige Regie des Ganzen zu übernehmen oder sich mit einschalten und es eventuell zu übernehmen, sich anschicken. Ja, also das führt im Moment zu einem Wattebausch an Überfluss, in den reichen Ländern jedenfalls, und einer gewissen zweckgebundenen Stabilisierung der sozialen Organisation, gerade auch für diese Wirtschaftsabläufe. Ja, also das gibt uns die Möglichkeit, jetzt hier so in Ruhe in unserer Ecke, sag ich mal, zu sitzen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Menschen, die breite Masse der Menschen, obwohl sie ja definiert sind als das denkende Tier, das Denken nicht als den Hauptzweck ihres Daseins betrachten, sondern nur als Werkzeug, als Erfüllungsgehilfe, als Diener oder Knecht, kann man sagen, also die Vernunft dazu degradieren, nur so Diener oder Knecht zu sein, ist nur ihre Splittermotive. Fressen, saufen, Sex, Macht, was es auch sei. Und ihre Wahrnehmungsfähigkeit, und wenn es so halb instinktiv ist, reicht jedenfalls aus, um zu merken, relativ schnell dann zu merken, wenn sie auf Menschen treffen, die sagen, jetzt kommt, jetzt lass uns doch mal im Zusammenhang denken und gucken, ob das, womit wir uns so beschäftigen, also ich betone auch die Alternativen mit ihren Lieblingsaspekten des Alternativseins, also wenn es darum geht zu schauen, ob das jetzt die wichtigsten und richtigsten Dinge sind oder ob man viel Wichtigeres oder gar Entscheidendes verdrängt dabei. Das riechen die Leute sozusagen aus 10 Kilometer Entfernung. Und die Schlussfolgerung ist dann eben nicht, sich irgendwie wirklich jetzt in Frage stellen zu lassen, sondern da gehen wir woanders hin. Da macht uns was anderes aber deutlich mehr Spaß, als jetzt mit diesen Zusammenhangsdenkern, Gesamtzusammenhangsdenkern sich zu beschäftigen. Gleichwohl, also für mich in meiner Lebensentwicklung, schon seit ich Jugendlicher bin und angefangen habe, mir diese Fragen zu stellen, bis auch jetzt die ganze Zeit meines Aussteigerlebens, für mich war immer die entscheidende Frage, wo gibt es eine logische Stimmigkeit oder auch Notwendigkeit, wie etwas funktionieren muss? Also jetzt auch hier die verantwortliche Entwicklung der Welt, wie die funktionieren muss. Und da muss man für tun, was man kann. Und ich bin gespannt, also wenn es irgendwann mal wirklich dazu käme, also anfangend damit, dass vielleicht eine Gruppe von Wissenschaftlern hingehen würde und würde das in dieser Dimension thematisieren, oder auch es gibt, dann können erstmal kleine Gruppen als Keimlinge eben sein,
Menschen, die sagen, sie wollen aus diesem Geist heraus, haargenau aus diesem Geist heraus, einen gesamten Lebensentwurf, auch Gemeinschaftsentwurf machen und praktizieren. Also, da wir sozusagen vor einer riesigen Lawine stehen, die durch Pappwände aufgehalten wird, nämlich das Vernunftwesen des Menschen, seine Definition als denkendes Tier, was nicht zur Geltung kommen kann, sondern durch Äußerlichkeiten aufgehalten wird. Ich weiß nicht, wie groß oder vielleicht hoffentlich auch wie klein die Auslösereffekte sein könnten, damit eben diese Atmosphäre, wir machen jetzt die Augen auf, das Visier hoch, wir klappen unseren Geist auf und schauen jetzt auf das Ganze und fragen uns, was ist da jetzt wirklich sinnvoll und richtig. Also dass diese Öffnung des geistigen Horizontes die Pappwände wegzukippen vermag und dann die große Lawine unseres geistigen Potenzials sich Bahn brechen könnte. Also ich sehe es wirklich so, dass eigentlich die Antworten ganz leicht sind, ganz einfach sind, also zentrale Antworten, aber es eben schlicht und ergreifend so ist, dass so wie wir Menschen das gar nicht sehen wollen, uns anderes halt vorrangig und überlagernd interessiert. Ja, das von mir zu dieser Problemstellung. Also ich glaube, wir können nichts anderes machen, als uns da so gut wie möglich selbst entwickeln, sei die Lösung, die du in der Welt sehen willst, und das auch in systemischer Dimension. Und wir müssen hoffen, dass es irgendwo so Funken schlägt, so eine Lunte in Bewegung setzt, also das Feuer an der Lunte in Bewegung setzt, dass es richtig sich freiknallen kann. Okay, ich gebe wieder an den Dillen. Ja, und ich gucke jetzt, wo ich jetzt gerade war. Ja, also liebe Leute, mein zweiter Beitrag heute, da zeige ich mal, was also sehr viele Klicks bekommen hat in letzter Zeit. Und zwar, ich zeige mal, wo man das findet. Man geht auf das Forum Weltrat, da kann man zum Beispiel hier hingehen, auf die Seite nexts4f.de, hier kann man es lesen, dann zieht man hier ein bisschen runter und dann kann man hier zum Beispiel Wählerinnenkommentare oder Live-Ticker-Wahlen und dann ist man auf diesem Forum und dann kann man sich das direkt anschauen. Und dann bei dem Forum hat man die Forum-Übersicht, da findet man erstmal diese ersten 5 neuen Dinge hier. Und dann findet man hier Diskussionen zur Zeit hier, ja. Und dann geht man da drauf und dann geht man auf die zweite Seite, zieht die zweite Seite runter und geht dann rückwärts an den Anfang. Und da findet man dann hier, also quasi, das ist jetzt die zweite Seite dieses Themas. Und dann kommt man hierhin auf den letzten Bereich. Und da findet man irgendwo in diesem letzten Bereich die Patientenverfügung. Und die lese ich jetzt mal vor, weil die hat sehr große Resonanz gefunden, weil die Menschen eben auch so praktische Lebenshilfe wollen. Also meine Devise lautet ja, ich versuche den Menschen einfach so nah wie möglich zu kommen, um vielleicht eine größere Chance zu haben, sie zu gewinnen für unsere gesamten Projekte, ne, und für die Gemeinschaften, ne, und auch für das Projekt Gemeinschaft Köln Süd, ja, zum Beispiel. Also Patientenverfügung. Ich bestehe auf meinem Menschenrecht als naturwissenschaftlicher linker Denker der Überzeugung, Meinung, Weltanschauung des Glaubens sein zu dürfen, dass die von vielen Seiten oft sogar als Pharma-Mafia beschimpfte kapitalistische Großindustrie der Gesundheitsindustrie weit mehr Schaden anrichtet als Nutzen. Mein Glauben verbietet mir, mich impfen zu lassen, weil er sagt, dass die von vielen sogenannte, in Anführungszeichen, Pharma- und Impfmafia sogar zu den größten Gefahren für die Gesundheit der Menschen gehört. Ich bestehe also auf meinen Menschenrechten, ganz genauso wie ich auch auf meinem Menschenrecht bestehe, der Glaubensgemeinschaft angehören zu dürfen, die glaubt, dass Zucker für mich ein Gift sei.
Ich verbiete der Gesundheitsindustrie und der sogenannten Pharma- und Impfmafia bei stärkster Androhung einer Strafanzeige bei Zuwiderhandlung, hiermit unwiderrufbar oder unwiderruflich auf Lebenszeit. Ich verbiete also durch keinen Gesinnungswandel meinerseits jemals widerrufbar, dem gesamten Gesundheitswesen mich jemals wegen oder bei Corona einer Behandlung zu unterziehen, weil ich auf meinem Menschenrecht bestehe, jegliche Behandlung wegen oder bei Corona für eine der größten Gefahren für meine Gesundheit halten zu dürfen. Somit stelle ich aufgrund dieses unabänderlichen Behandlungsverbotes meinerseits gegenüber dem Gesundheitswesen keinerlei Gefahr einer Überlastung des Gesundheitswesens dar. Eben wegen meines Verbotes jeglicher Behandlung wegen oder bei Corona. Indem ich androhe, jede Körperverletzung meines Körpers durch die kapitalistische Gesundheitsindustrie mit Strafanzeigen zu beantworten, wegen unerlaubter Straftat der Körperverletzung. Denn ich erinnere nochmal dran, Heilkunde ist erst einmal eine Körperverletzung, die Straftat einer Körperverletzung unter dem Vorwande einer Heilungsabsicht. Dieses kann ich glauben oder nicht glauben. Das ist eine Glaubensfrage. Aber ich habe das Menschenrecht auf Unversehrtheit meines Körpers. Hiermit erübrigt sich jegliche Impfpflicht für mich. Wer der sogenannten Pharma- und Impfmafia vertraut, darf sich gerne von ihr tausendfach behandeln lassen und ist ja dann super geschützt vor allen Viren, die mich angreifen, und er bedarf keines weiteren Schutzes durch eine faschistische rechte Gesundheitsdiktatur. Sollte die Gesundheitsdiktatur den Wahn entwickeln, dass nicht desinfizierte Menschen generell nicht mehr gewünscht sind, bin ich gern bereit, mit anderen Ungeimpften in einem Reservat aller Ungeimpften zu leben, bis die Gesundheitsdiktatur der sogenannten Pharma- und Impfmafia ein Ende gefunden hat. Ja, das war so das Unterschrift, ja. Und das ist so mein Dienst an den Menschen und der wurde von den Zuschauern sehr gut angenommen. Jetzt habe ich Ihnen auch gesagt, wo Sie das finden können. Und hiermit gebe ich weiter an Öff-Öff bis zur nächsten Runde. Öff-Öff ist dran. Ja, danke schön, Dylan. Ja, das ist schon eine Herausforderung, auch wie du das formuliert hast. Also ich versuche immer mehr vorzustellen, was wird die andere Seite sagen und wie kann man da die Argumentation so bis auf die äußerste Spitze treiben. Wen das näher interessiert, ich habe im Forum ein Thema eben auch Weckruf, Weihnachtsweckruf an Politiker und alle Menschen. Den habe ich am zweiten Weihnachtsfeiertag auch schon mal verschickt an Kanzleramt, Reichstag und Bundespräsidialamt. Schleife da jetzt noch inhaltlich dran und will den dann noch breiter rumschicken an alle möglichen Adressen, mit denen ich da zu tun hatte. Also das Thema bleibt ja brandaktuell. Dieser Streit auch um die Impfpflicht. Und also ich glaube, ich spiele jetzt mal den Advocatus Diaboli, also jemand, der da das Schreiben von Dylan liest und der ein Vertreter der Regierung ist, welcher hier jetzt die Anpassung der Menschen, die Zwangsimpfung, Impfpflicht durchsetzen will. Und er wird sagen, ja, ist ja gut und schön, dass du dich nicht behandeln lassen willst, aber du bist halt als Ungeimpfter stärker ansteckend auch und gefährlicher ansteckend. Also auch, ist ja nicht nur, dass du da ein Bett eventuell im Krankenhaus belegen würdest. Es kann ja einfach auch sein, dass durch die Art, wie du ansteckst, dann eben zu viele erkranken oder auch schwer erkranken und immer noch. Genau deswegen ja auch meine Bereitschaft, ins Reservat zu gehen, weil wenn, genau. wenn die das behaupten, dann können wir versuchen, im Reservat dann eine neue Gesellschaft aufzubauen. Genau, genau. Also was wir im Grunde genommen ja immer schon machen sollten, also ich laufe ja seit 30 Jahren schon rum und ich sage den Leuten immer, ist ja gut und schön, was sie alles so an Alternativen
Einzelengagements so vollbringt. Der eine im Garten, der andere als großer Vernetzer, der nächste als Recycler und der vierte als Meditationskünstler. Wir müssen die systemischen Kernelemente erreichen und umstellen. Und die systemischen Kernelemente, das ist sozusagen die Zentralsteuerung. Und das ist im sozialen, also im Inneren des Menschen ist das aus meiner Sicht das organische Denken, also immer auf die jeweils wichtigste Frage, die man finden kann, die bestbegründbare Antwort suchen, damit man sein Leben nicht vermeidbar mit Unwichtigem und Falschem vertändelt, also nicht am Wochenende Rasen mäht oder Auto wäscht oder zum Fußballplatz geht. Also immer auf die jeweils wichtigste Frage die bestbegründbare Antwort suchen, also sein Denken dafür auch einsetzen, also seine Zentralfähigkeit. Und im sozialen Sinn ist die Entscheidungsstruktur. Und wenn wir uns also vorstellen, dass der Kernbereich des Alternativseins, dass der dieses Systemische erfassen muss oder darin besteht, dann sind es vorrangig sogar noch zu allem anderen, Versorgungs- oder Wirtschafts- und was weiß ich für Strukturen, sind es die Entscheidungsstrukturen. Und da sage ich den Menschen dann immer seit 30 Jahren, was kann denn rauskommen, wenn wir uns überlegen, dass wir da ein Modell für bilden wollen? Was müssen wir umstellen? Wie müssen wir uns zusammentun, damit wir verantwortungskonsensfähig werden und das modellhaft zeigen können? Und es gibt dann keinen anderen Weg. Also auch vor Corona schon musste rauskommen, wenn sich jemand auf diese Denkschiene mit eingelassen hat, dass wir dafür neue Formen von Gemeinschaft, Basisgemeinschaften bilden müssen, wo die Menschen sich so vertraut sind oder es so gut funktioniert. Also der Dylan schlägt da ja naturwissenschaftlich mit Rückblick auf die Affen, also die Bonobos, schlägt da so ein paar Elemente vor, die bei denen schon zum Teil gut funktionieren, sehr befriedigend funktionieren. Also der Umgang mit der Sexualität, mit den Beziehungsstrukturen, die wir erst nennen, Bonobo-Gruppenehe. Aber was auch immer es wäre, wir müssen Basisgemeinschaften bilden, die eine ausreichende Verbundenheit, positive Verbundenheit aufweisen, sodass wir gesamtwohl konsensfähig, verantwortungskonsensfähig werden können. Und da rennen sie schon alle wieder vorweg, ne? Wollen sie alle lieber was anderes machen, aber logisch betrachtet führt kein Weg dran vorbei, auch schon vor Corona, dass wir zu solcher Art von intensiver Gemeinschaft, entscheidungsfähiger Gemeinschaft uns zusammentun müssten. Also gerade das entscheidungsfähig verprellt viele Leute, weil wir heute massiv ja so dressiert sind, dass Freiheit diese individuelle Willkürfreiheit ist. Lieber sprenge ich mich aus allen Beziehungen heraus, bin, wie es viele heute sind, auch nicht mehr fähig, überhaupt noch eine Liebesbeziehung oder eine kleinste Kernfamilie irgendwie einzugehen oder aufrechtzuerhalten. Aber ich muss hingehen können und meinen Vorhang sozusagen vorziehen in meine Bude, wo die Nachbarn mich vielleicht auch nicht mehr richtig kennen, um da das Gefühl zu haben, ich kann machen, was ich will. Und das ist die Flucht vor aller Verbindlichkeit, auch Sinnverbindlichkeit, vor aller erfüllenden Miteinanderkultur. Ja, und das macht uns natürlich kaputt. Aber es ist dieser Schein von Freiheit, diese Willkür, Freiheitssucht oder Suchtfreiheit, die Menschen so ungeheuer bindet. Und insofern, ja, also schon vor Corona, aber jetzt mit Corona, wird ein entscheidender Punkt diese Frage sein, ob wir Reservate bilden wollen und ob wir sie auch bilden können. Ob das System, was da jetzt in eine andere Richtung geht, ob das System überhaupt noch solche Reservate zulassen will. Mal vorausgesetzt, wir würden überhaupt, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber bei den ganzen Alternativen auch in ihren Kommunen, ist wirklich die Frage, ob wir überhaupt ein paar Leute finden würden, die diese zu Ende gedachte andere Steuerung mitmachen wollten. Da sage ich beim nächsten Mal, wenn ich da mir noch mehr zu, gebe jetzt erstmal wieder an den Dillen ab. Ja. Und mein nächster Beitrag geht jetzt darum, dass ich auch draußen festgestellt habe, bei den Gesprächen mit den Leuten, dass sie total interessiert sind. Warum sind sie sehr interessiert und nehmen bei mir viele Flyer mit und sind trotzdem dann am Samstag hier nicht da? Warum?
Weil ich Ihnen von ZDF und Arte erzähle und das ist Marktwirtschaft und das ist vertraut. Ja, und da hören die Leute zu. Und das heißt aber, da ist eine kleine Chance, in Kontakt mit den Leuten zu kommen, auch wenn sie heute immer noch, nee, wieder keiner von denen hier ist. Ja, wir haben hier auf der Seite nextS4F.de, hier, ich zeige es den Zuschauern gerade, die Adresse. Und gleich oben steht da jetzt neuerdings Weltsensation. ZDF und Arte diskutieren als erste Großsender der Erde über Gemeinwohlökonomie bzw. Gemeinwohlwirtschaft als Nachfolgemodell für die Marktwirtschaft. Sofort hier alle Sendungen und so weiter anklicken, hier klicken und alle Sendungen anschauen bei PDG, die wir beraten, und dann klickt man da drauf. Und dann, wenn man da draufklickt auf PDG, ja, dann hat man hier die Parteiseite, Partei des Gemeinwohls. Und das sieht man jetzt als YouTube-Videos ganz groß. Das hast du vielleicht noch nicht gesehen. Kapitalismus abschaffen. Ist der Kapitalismus am Ende? ZDF-Sendung, 13 Fragen, ja. Und dann die wichtigsten Stellen und dann die Arte-Sendung. Geld ist nicht alles und so weiter. Und dann Christian Felber über Gemeinwohlökonomie bei dem linksradikalen Jung und Naiv, Thilo Jung. Und dann Christian Felber bei der Zukunftskonferenz, ein ganz ansehnlicher Vortrag von ihm, neuerer Prägung. Ja, und so können die Leute jetzt hier alles nachlesen, direkt anschauen. Und das interessiert sie. Viele nehmen den Flyer nur mit, um dann quasi auf diese Seite kommen zu können und dann sich diese Fernsehsendungen anschauen zu können. Ich empfehle das also als Ansprechanker, als an alle, weil die Menschen sind dafür ungefähr viermal so leicht ansprechbar wie vorher. Aber warum? Weil ZDF Marktwirtschaft ist, Arte ist Marktwirtschaft, das ist vertraut, das ist normal, das ist das, was man kennt, das ist das, was man als Mitläufer im System kennt, und da hört man mal zu. Und das Traurige ist, wenn es nicht beim ZDF ist und nicht bei Arte ist, dann geht's einem am Hintern vorbei sozusagen. Das ist das Tragische und das Dramatische des Ganzen. Ja, und dann sozusagen habe ich noch etwas gemacht, dass ich einfach gesagt habe, okay, wenn diese Sendung mit dem Thema Sexualität so viel mehr Aufmerksamkeit bringt als alles andere bisher in letzter Zeit, denn wir hatten in letzter Zeit immer weiter zurückgehende Klickzahlen in allen Sendern, dann mache ich doch mal etwas und komme da auch den Menschen entgegen. Und da ich ja sowieso in der Gemeinwohlgemeinschaft Köln Süd offen bin für Leute, die sagen, nein, ich möchte Gemeinschaft aufbauen, aber ich möchte selber monogam leben oder ich möchte als Single leben oder ich möchte homosexuell leben, ist mir alles recht, können wir gerne versuchen, Gemeinschaft aufzubauen. Wobei ich selber sage, nach und nach werde ich sicherlich tendieren, falls sich mal ein Grüppchen bildet, das es versuchen will, mit der polyamoren, weiblich-bisexuellen Bonobo-Schenker kommunistischen Gruppenehe sozusagen als Unterexperiment in der Gemeinschaft Köln Süd oder in der Gemeinwohlgemeinschaft Bonobo-Schenker Gemeinwohlgemeinschaft Köln Süd, dann bin ich da dabei. Und jetzt habe ich dann halt mal hier, haben wir alle hier investiert, auch wieder einige Professoren haben wieder ein paar Spendengelder gestellt, auch für diesen Zweck mal. Und jetzt haben wir hier quasi eine neue Homepage, die heißt Polyamorie- oder -bi-dating.beepworld.de. Ich glaube jetzt, ich zeige das nochmal woanders. Das kann ich nochmal hier zeigen. Wo ist es? Ja, und das mache ich dann gleich in der nächsten Runde. Ich zeige jetzt nur noch schon jetzt die Adresse. Wo ist es? Ach so, das muss ich ja wegmachen hier. Da habe ich es doch. Da habe ich die Adresse. Da können die Leute schon mal schauen. Polyamorie- oder -bi-dating.beepworld.de.
www.bib.de und davon werde ich in der nächsten Runde berichten. Ja, warum mache ich das? Letzter Satz dazu. Ich vermute halt, dass die Menschen eben leider nicht als alleroberstes Bedürfnis haben, so traurig das ist, Argumente auszutauschen, freie Argumente zu hören, sondern dass sie auch erst einmal so ganz biologische Dinge haben, wie schieße ich meine DNS in die Zukunft hinein, wie finde ich irgendwo Liebespartner und die finde ich in der freien Argumentekultur sind zu wenig Leute, als dass ich da eine Auswahl an Liebespartner hätte. Also gehe ich dorthin, wo die Marktwirtschaft tobt, wo die marktwirtschaftlichen Demonstrationen sind. Da sind viele Leute, da kann man Liebespartner gewinnen. Und wenn man dann einen Liebespartner hat, naja gut, dann lebt man halt dann so, wie das die anderen in der Marktwirtschaft auch machen und irgendwann zeugt man vielleicht ein Kind. Und gibt es eben viele andere Motive, die die Menschen leider haben. Und ich werde in der nächsten Runde nochmal darauf eingehen, dass ich da versuche, also diesem Liebesbedürfnis der Menschen auch wieder näher zu rücken in manchen meiner Sendungen. Ja, ich gebe weiter an Öff. Ja, danke schön, Dylan, danke schön. Ja, also wir sind bei dem Punkt, um den wir sehr oft kreisen, wo ist genau der Knackpunkt, warum die Menschen nicht die denkenden Tiere sind, die sie eigentlich per Definition sein sollen. Warum funktionieren sie nach anderen Motiven, die kleiner, zersplitterter sind und den großen Schaden anrichten? Also sogar dieses ja an sich schon sehr primitive Bild vom Menschen, was die Wirtschaftswissenschaften entwickelt haben, also BWL, VWL, der Homo economicus, der ein rationaler Rechner wäre, aber nicht im Sinne jetzt, welche Folgen hat mein Verhalten aufs Ganze und wann geht die Gesamtrechnung auf, sondern einfach, wie kann ich aus Geld mehr Geld machen. Sogar da haben ja die Psychologen, die Verhaltensökonomen oder wie sie sich dann nennen, also es sind dann Verhaltenspsychologen, die wie Kahnemann sich so verstehen, dass sie nicht sozusagen erst Psychologie betreiben und dann soll sich die Wirtschaft danach richten, sondern sie sehen das als Realismus, erstmal die wirtschaftlichen Gegebenheiten zur Basis zu machen und dann zu schauen, wie kann man das Verhalten des Menschen dann da analysieren und da Konzepte entwickeln. Also sogar die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ihr Bild vom Menschen den als viel zu rational und ja, dass er mit seinem Denken rechnen würde, wohin sein Verhalten geht, viel zu ja übertrieben diese Denkfähigkeit sehen würden. Und haben ihr Menschenbild dann auch ein Stück weit verändert, mehr in Richtung, man könnte sagen, irrationaler Motive, von denen der Mensch sich leiten lässt oder über die er auch beeinflusst werden kann. Also bis dahin, ne, dass man eben bestimmte positive Reizworte einfach nur an den passenden Stellen immer wieder gut genug wiederholen muss oder gut genug beleuchten muss. Und dann reicht das schon, dass die Menschen darauf reagieren oder in einem Sinne so funktionieren. Oder denke nur an die nackte, sich regelnde Frau auf dem Sportwagen, die sofort 10-mal mehr Aufmerksamkeit zieht, als alles Rationale gerechtfertigt wäre. Ja, viele solcher Dinge. Und also ich sehe das wirklich, dass das auch überall der Wurm ist, der da drin steckt. Nicht nur in den, ich sag jetzt mal, spießigen Normalbürgern oder konsumsüchtigen Normalbürgern oder den Kapitalisten, auch bei den Alternativen, sogar jetzt bei den Corona-Maßnahmenkritikern. Also ich habe ja damit zu tun, in Berlin da dieses Widerstandszeltcamp, was eigentlich das Herz des Widerstands sein sollte, nämlich nicht nur einzelne Tagesdemos oder sowas zu machen, sondern eine Lebensform vor den Toren der Macht, die den Anspruch hat, wir sind gekommen, um zu bleiben, bis es eine Lösung gibt. Und auch im Gandhi-Sinne sicherlich dann so, wir wollen die Lösung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Da ist ja in dem Sinne nicht mehr viel.
Und ich habe ja auch zu tun, zu gucken, dass ich wenigstens ein paar Leute da habe, die das Minimum aufrechterhalten, da einen Faden am Leben zu erhalten von diesem lebendigen Gegenmodell. Ja, und ich bin ja hingegangen zu den Leuten, also auch denen, die da in der Corona-Kritiker-Szene so ja vorneweg reden oder organisieren, zum Beispiel Bodo Schiffmann und aber man kann sich alle nehmen, wie sie da sind. Da hört man dann, nee, also wir müssen jetzt erstmal demonstrieren, wir müssen das einfach so kippen, was die da jetzt machen. Also manche denken noch, es gibt dann einen Prozess und dann werden die nach den alten Gesetzen abgeurteilt, den BRD-Gesetzen, und dann ist wieder alles beim Alten. Und dann brauchen wir alle nicht aussteigen aus der Marktwirtschaft, sondern können weitermachen, weil ja die Verbrecher im Gefängnis sitzen und die Systemstrukturen brauchen uns dann nicht mehr zu interessieren. Genau. Und ich habe den Bodo Schiffmann, ich habe vorhin im Stand-up gesagt, wir müssten doch zumindest gleichzeitig in gewissem Anteil nicht nur so protestieren und demonstrieren und hoffen, es fällt wieder ins Alte zurück, sondern wir müssten die systemische Veränderung auch thematisieren. Kann man vergessen. Also es ist so, dass er dann meinte, nee, seins wäre weiter nur zu demonstrieren und sowas zu machen. Und so durch die Bank. Also die Bereitschaft hinzugehen und dieses Systemische jetzt wirklich mal zu überlegen, wie das aussehen könnte und da ein Experiment mitzumachen, auch ein eigenes Experiment, sich zum Versuchskaninchen dafür zu machen. Also da stößt man auf Mauern oder ins Leere und da ist nicht viel. Und ich muss ja sagen, also es klingt jetzt zwar ein bisschen zynisch oder so, ne, aber ich meine, ich bin ein voll hoffnungsvoller Mensch und ich denke, es ist ja schon der Wahnsinn, dass man diese Orientierung überhaupt bekommen kann. Ne? Also was könnte denn logisch betrachtet der Schlüssel sein, mit dem die Menschheit eine verantwortliche, glückliche, reiche Zukunft auftun könnte? Also mal ganz kühn gesagt, es gibt ja alle möglichen Theorien. Ne? Es gibt ja auch die Theorie, wir Menschen sind sogar dazu bestimmt, den Kosmos mit Intelligenz auszustatten. Ne? Also da haben wir große Aufgaben noch. Ne? Und ja, was wäre das? Also ich glaube, es ist ja eben so, auch wenn es keiner haben will, wenn sich keiner groß drum kümmert, es ist sogar gar nicht schwer, sich zu überlegen, wie kann man sich so verhalten, als wollte man die Intelligenz des Kosmos werden oder sein. Und was würde das hier auch schon bedeuten an verantwortlicher Lebensweise oder verantwortlichem Umgang mit anderen Menschen? Allein schon sich so aufeinander einzulassen, eben im Denken und Sprechen, dass man zu freier Argumentekultur fähig wird, zu argumentativer Konfliktaufarbeitung und Lösung, zu fundierten Konsensstrukturen. Ja, also ist schon der Hammer, dass man das erkennen kann, so eine Orientierung, und es machen kann und eben immer noch die Hoffnung haben kann, dass da vielleicht auch Kippeffekte dann eintreten können. Also dass die Pappwände, die den Menschen von seinem höchsten Wesen fernhalten, dass die mal irgendwann zur Seite gekippt werden können, ist schon toll, ist schon genial. Aber ich muss auch ja ehrlich sagen, bevor jetzt auch Corona kam, neigte ich da zu einer gewissen negativen Sicht, nämlich dass ich dachte, die kleinen Leute auf der Straße, wie auch die Leute an den großen Steuerrudern, die sind alle so von kurzsichtigen Splittermotiven geleitet, dass das Ganze gar nicht anders steuerbar sein kann. Also da kriegt man keinen Weitblick, kein Folgenbedenken, keine Orientierung zur Verantwortung aufs Ganze und auf lange Sicht mit rein. Das bleibt alles in diesen Splittermotiven und Horizonten. Und insofern ist ja Corona, die Corona-Entwicklung für mich ein Hoffnungsschimmer, weil sie eben zeigt, dass da vielleicht doch mehr an Steuerbarkeit drin sein kann, ne? Auch wenn das jetzt vielleicht die Steuerung durch Eliten ist, die zu, was weiß ich, 95% auch wieder nur von Splitterinteressen, elitären Splitterinteressen, Korruptionsinteressen geleitet sind und nicht von diesem Blick, was ist einfach vernünftig aufs Ganze gesehen, das Sinnvolle und Richtige und Gute. Ja, also die Hoffnung, dass es steuerbar sein kann, das ist schon mal was wert, dass die in mir dadurch stärkere Anhaltspunkte bekommen hat. Aber wie wir jetzt dann diese Steuerbarkeit wirklich so gestalten können, dass das zur vernünftigen Verantwortlichkeit im Ganzen sich hinorientiert, statt zu korrupten Willkürinteressen. Das ist die große Aufgabe, vor der man dann weiterhin steht und einfach tun kann, tun muss, was man kann. Ja, ich gebe wieder an den Dillen.
Ja, und ich mache meine nächste Runde. Ja, ich wollte erzählen, ja, also ich muss ja erst einmal sagen, was für Argumente haben mich, also ich bin halt nun mal, nachdem ich insgesamt vielleicht 50 Jahre die Argumente von Biologen gehört habe, habe ich jetzt natürlich diese Argumente im Kopf und bin von denen bis jetzt noch von diesen Argumenten überzeugt. Und die sagen halt, ja, hoppla, der Mensch hat neben seiner Geisteskraft und der vernünftigen Steuerung und so weiter, hat er noch einen Herrscher in sich. Nämlich die Biologen sagen ja, dass in uns die DNS sitzt und die DNS, die Gene, sagen, hier du Körper, schießt du mich mal gefälligst in die Zukunft hinein. Dafür gebe ich dir eine Glücksquelle. Das ist Körperkontakt, dass dir der Spaß macht. Und dann, wenn du viel Körperkontakt hast, wirst du schon auch irgendwie es schaffen, meine Gene in die Zukunft zu schießen. In Kinder, in Enkelkinder, in Urenkelkinder hineinzuschießen, sozusagen. Und dass dieser Treiber vielleicht dazu führt, dass das passiert, was ich hier geschrieben habe. Wir haben das Problem. Ich glaube, wir hätten ganz viel Zulauf, wenn wir nicht das Problem da hätten, dass wir am Anfang einfach zu wenig Masse haben und die Marktwirtschaft eine unendlich große Masse hat. Ja, die Marktwirtschaft hat die Masse von 83 Millionen Menschen, wo es sich alle Möglichkeiten ergeben, eventuell Wege zu finden, dass die DNS in die Zukunft geschossen wird. Aber am Anfang ist bei der freien Argumentekultur einfach die Menge und die Auswahl so klein. Und genau das Problem habe ich jetzt auch. Jetzt versuche ich zwar den Menschen näher zu kommen. Ich blende, habe gerade wieder eingeblendet, diese Homepage, Polyamorie oder bedating.bigworld. Wenn ich die jetzt anklicke, dann habe ich die neue Homepage hier. Ja, immer kostenloses Poly-Bedating. Ja, da habe ich also jetzt ganz viel gemacht und stelle auch klar, dass auch die Gemeinwohlwirtschaft, die Marktwirtschaft das Liebesleben unterdrückt, um uns alle zur Kaufsucht und Konsumsucht zu bringen und dass die Gemeinwohlwirtschaft uns alle wieder alle natürlichen Glücksquellen leben lässt. Natürlich nicht nur den Körperkontakt, sondern singen, tanzen, musizieren, Massage, Streicheleinheiten und eben auch Sex. Aber die Gesamtheit aller naturgegebenen Lustquellen, die man so bei naturnäheren Völkern in Ansätzen ja auch noch beobachten kann, was die tun, den Tag über, um Lust zu haben, ja? Diese Dinge, sozusagen, dass die Gemeinwohlwirtschaft quasi auf jeden Fall den Druck wegnimmt, sozusagen also die Marktwirtschaft hat ein glücksverhinderndes und glückszerstörendes Element, weil der Mensch soll ja als Ersatzbefriedigung kaufen und konsumieren. Und das sind nicht bewusste Abläufe, ja. Und auf der anderen Seite haben wir die Tatsache, dass die Gemeinwohlwirtschaft unser Glück will, unsere Gesundheit und unser Glücklichsein und unser Wohlfühlen, unsere verbesserte Wohlfühlstimme ja haben will, weil eben nur noch dann irgendetwas zu verdienen sein wird. So, und jetzt mache ich hier aber jetzt quasi ein Angebot. Hier mit Großraum Köln, Frauen suchen Poly oder Bi-Männer, Großraum Köln, Frauen suchen Poly oder Bi-Frauen, Großraum Köln, Männer suchen Poly oder Bi-Frauen. Und wenn man das anklickt, dann kommt man eben hier hin, und kommt dann hier hin und sieht dann hier diese ganzen Forumspunkte, da ist jetzt im Weltratforum ist quasi diese Anlage für diese Partnerbörse oder Menschensuchbörse.
Und obwohl wir jetzt bei Google Werbeannoncen geschaltet haben, tut sich bis jetzt äußerst wenig. Und warum? Weil bei uns wieder am Anfang ja viel zu wenig ist. Ja? Da sind ja nicht Hunderte von Leuten von Anfang an. Ich glaube, die anderen Partnerbörsen, die haben das immer betrügerisch gemacht. Die haben immer erstmal sogenannte Fake-Profile erstellt, also wo sie vortäuschen, Masse zu haben. Und diese Masse zieht dann wieder die Masse an. Und irgendwann haben sie dann tatsächlich Masse. Und da ich aber so betrügerisch nicht arbeite, ist natürlich unsere Plattform hier, unsere Polybee-Dating natürlich erst einmal leer. Und da haben wir das gleiche Problem, das wir jetzt bei dem wunderbaren Samstalk haben, ist, wir haben zu wenig Personenmasse. Und damit zu wenig Attraktion sozusagen. Und deswegen sind die anderen Menschen einfach dort, wo viele sind, weil sie dort immer irgendwelche ihrer biologischen Motive und Antriebe leichter befriedigbar empfinden, als jetzt hier zu sitzen, wo keine Auswahl ist, keine Masse ist, keine Menge ist und so weiter. Und so fürchte ich, dass auch mein wunderbares, kostenloses Liebespartnerfindens und Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd-Angebot mit Unterexperiment sozusagen Gruppenehe, Gemeinwohl-Gruppenehe und Unterexperiment und so weiter, dass das alles auf keine Resonanz treten wird, weil die Leute gehen kurz drauf und sehen, aha, hier sind ja kaum Leute oder hier ist ja passt nichts los, also gehe ich wieder. Und dann interessiert auch nicht die Qualität des Ganzen, es interessiert weder die Kostenlosigkeit noch die Qualität, sondern die soll sagen, ich gehe dorthin, wo viele sind, da habe ich größere Chancen. Und schon haben wir verloren. Und vielleicht ist das eigentlich der Hauptgrund, dass unser Angebot hier toll ist, aber wir einfach noch nicht genügend Masse haben. Und dass wir immer wieder daran scheitern, dass die Marktwirtschaft einfach die stärkeren Truppen hat, die größere Masse. Und wir die zu kleine Masse haben und wir deswegen die kritische Masse noch nicht erreicht haben und deswegen sich noch keine Eigendynamik entfalten kann. Ja, wie kommen wir dahin, ne? Das ist schwierig, schwierige Frage. Und da komme ich wieder zu meinem letzten Satz für diesen Teilbeitrag, nämlich, dass ich sage, vielleicht werde ich eines Tages auf dem Sterbebett sagen, wir hatten gegen diese Masse aus 83 Millionen Menschen und ihre Sogwirkung nie eine Chance, weil wir nie die Chance hatten, eine ausreichende kritische Masse zu erreichen. Ja? So, ich gebe weiter an Öff-Öff. Ja, danke schön, Dylan, danke schön. Das mit der Masse ist ein Aspekt. Aber ich finde faszinierend, dass es doch zum Teil ja eine Frage der Qualität auch ist, was die Menschen zieht. Also wenn sie an einer Stelle sozusagen ein ganz helles, strahlendes, leckeres Stückchen irgendwie angeboten bekommen, würden sie ja auch hingucken. Also die Werbung arbeitet ja auch nicht nur damit, dass man sagt, hier kriegt ihr eine Masse an Sachen, sondern dass eben das einzelne Ding auch, was sie da loswerden wollen, verkaufen wollen, wird halt so in leuchtenden Farben dargestellt, dass die Menschen zugreifen wollen. Bei meinen Überlegungen kommt da Folgendes bei raus. Also auch wenn ich jetzt höre, wie du das geschrieben hast, da würde ich sagen, der normale Nicht-Akademiker-Mensch von der Straße, der würde da schon denken, oh, was ist denn das für ein gebildeter Schnösel, der da so gedrechselt schreibt, ne? Wenn er schreiben würde, hier kann man einfach freie Sexualität machen oder so, das würden wir noch verstehen, ne? Wenn man nicht derbere Begriffe dann noch da reinschreiben Hier würde. findest du schnell jemanden zu picken. Das ist das, was die Masse eigentlich von mir hören will, ne? Und das kann ich nicht schreiben. Kostenlos dazu, ne? Und kostenlos dazu, ne? Und dann hast du eine gewisse Aufmerksamkeit bestimmt eher als mit dem, wer möchte das Experiment des Polyamorösen macht. Ja, auf der anderen Seite, also da ist es vielleicht eher so, oder ich bleibe erstmal noch bei den Menschen von der Straße. Also da würde, und die Frage ist, wie kann man ihnen das überhaupt auch so kommunizieren, dass das so attraktiv für sie wirkt? Aber ich glaube, dass man heute da, also jetzt, wenn man schon so ein Angebot macht, wie wir das versuchen,
dann würde wahrscheinlich am ehesten so das kleine Element schon, was attraktiv ist, was sie durchaus gerne in Anspruch nehmen wollen, wäre sowas wie, hier ist jemand, der euch zuhört oder der auf schöne Weise zuhören kann, dem ihr alles erzählen könnt. Das sind alles scheue Rehe, die Interessenten für ein besseres Leben. Und ich meine, das habe ich übrigens auch gemacht, das Gesprächsangebot auf dieser Seite, ne? Das persönliche Gespräch und unsere Talkshows und so weiter. Ja, aber das müsste, wenn dann wirklich so sein, hier hört euch einer schön zu, ne? Aber das ist ja ein Vertrauensproblem, ne? Wenn du ihnen irgendwie, was weiß ich, neuen Kassettenrekorder oder Computer anbietest, da haben sie, obwohl sie auch Grund genug hätten zu misstrauen, ne? Heute NSA-Zeit, also was ihnen da alles abgehört wird und so. Aber dann denken sie, gut, das packe ich, ne? Und da lasse ich mich auf nichts Heikles ein. Also schon gar nichts, wo ich jetzt mein Inneres preisgebe oder auf Soziales, auf Miteinander mit einem anderen. Also die verzichten ja dann manchmal darauf, dass ihnen jemand zuhört und verkapseln sich immer mehr in sich, weil ihnen das einfach schon zu viel ist auch. Eine Mischung aus, ich mag mich gar nicht so geistig auf irgendwas einlassen und ich mag mich nicht sozial oder vertrauensvoll. Also da rennen sie lieber irgendwo hinterher, ne, wo jemand sie mit so äußeren Dingen blendet. Ne? Also hier, mein Computer ist schillernder als der andere, ne? Kommt her, rennt mir hinterher. Ja, aber so in so eine Richtung, dass man ihnen irgendwie das vermitteln könnte, hier hört euch einer auf schöne Weise zu. Ne? Testet mal, ob euch das wohltut, wenn ihr da diese Art von Zuhören so in Anspruch nimmt. Und ich meine, es gibt ja die andere Ebene, es gibt ja auch die Akademiker. Also man könnte ja sagen, wenn du da schreibst, jetzt hier gibt es ein polyamoröses Experiment, wo sind denn die Akademiker, die das verstehen? Und haben die diese Bedürfnisse nicht? Oder was wollen die so? Also eigentlich ist der erfüllte Sexualität was, ne? Auch die Akademiker wollen nicht nur Bücher lesen. Es soll auch Massen an gesellschaftskritischen Leuten geben, die sich für Polyamoröses interessieren. Ja, aber auch das, also man muss das wirklich sagen, es gibt ja schon so ein paar Experimente, wie jetzt Heilungsbiotop Tamera oder Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung und so. Aber mein Eindruck war, dass da sogar auch, ne? Also ich habe ein Beispiel erlebt, ne? Da war doch eine hübsche Frau. Also du weißt vielleicht nicht, dass ich auch bei uns noch einen Untertitel geschrieben habe, nicht ZEC, sondern FEC, Forum für experimentelle Gemeinschafts- und Gesellschaftsgestaltung. FEC. Alles toll, ja, aber woran hakt es, ne, ist das Problem? Weil ich glaube, die Leute, wir merken ja auch, ne, die Leute springen nicht an. Und sogar die schon eine gewisse Masse haben, wie Tamera, das ist Heilungsbiotop Tamera, dann habe ich da einen Konflikt mit erlebt, wo eine tolle, hübsche Frau mit in der Gemeinschaft war. Und die sagen ja, also fast wie bei den Bonobos, ne, also man sollte schon eine Aufgeschlossenheit haben, hier so zärtlich zu sein, auch im gemeinschaftlichen Sinne, das nicht so auf kleine Zweierbeziehungen und so zu verkapseln. Und dann hat die Frau, ne, obwohl ja viele andere versuchen, bei Tamera mit reinzukommen, und das zum Teil toller ist, hat dann den Abgang machen wollen. Und einige empörten sich dann auch, warum denn nicht, warum musst du weg, was soll denn so schöner sein, ne? Und warum ist das hier bei uns nicht gut? Und es war klar, sie hatte einen Partner gefunden für die private Nischenbildung, für das kleine Nest, den Tellerrand. Und ich kann das ein Stück weit, weil ich versuche, mich da rein zu versetzen, so gut ich irgendwie kann. Die Menschen wollen schon, dass sie nicht allein da sitzen und haben keine Zärtlichkeit und Sexualität. Aber wenn sie die Wahl haben zwischen einem kleinen, privatistischen Tellerrand, der ihnen das bietet mit der Zärtlichkeit, der menschlichen Anteilnahme und so weiter, vielleicht noch jemand, zu dem sie auch dran. Ja, und das Beruhigende, wieder in der großen Herde zu sein. Naja, also ich glaube eher, ne, das ist ja auch der Grund, warum das immer alles so zerbröckelt. Die Leute gehen in die Nischen, die Leute gehen ins Überindividualistische, den Individualismuskult, diesen willkürlichen Individualismuskult. Ich glaube, dass diese hübsche Frau mit dem einen Partner in ein kleines bürgerliches Nest weggegangen ist, weil ihr diese Möglichkeit mit dem Partner, der ihr sexuelles Bedürfnis erfüllt, ne, ihr soziales Bedürfnis, das ist nämlich nicht mehr der Stamm. Das ist, wenn die Leute überhaupt noch so ein Bedürfnis
Ebene, nicht nur einfach so ein Konsumangebot, sondern das, was darüber hinausgeht, das Menschliche und die soziale Struktur, das gemeinsam miteinander entscheiden, das Sprechen und so weiter. Das verkümmert immer mehr. Die wollen nur noch sich äußerlich absättigen lassen. Und Tamera hat einen hohen Anspruch dann, ne, mit diesen SD-Foren, also überhaupt auch seine Zärtlichkeit ziemlich gemeinschaftlich zu gestalten. Und dann immer so Foren machen, wo man vor der Gemeinschaft auch so zeigt, was geht in einem vor und wie verhält man sich. Und das wird dann gespiegelt und wird bearbeitet von der Gemeinschaft. Das wollen die nicht. Also der Hang, dann zu sagen, ich baue mir mit einem Partner, den ich mir da rausfischen kann, jetzt mein kleines Nest und werde gar nicht mehr so auf die Bühne gebracht. Werde nicht mehr so durchleuchtet. Und mit dem Partner habe ich festgestellt, da kann ich mich jetzt so einigen. Ne? Wir haben eine Interessensgemeinschaft, mit der lässt sich jetzt gut ein kleiner Tellerrand einrichten. Dann gehen die Leute lieber in die Willkürnische, statt in die Gemeinschaft, die diesen größeren Horizont, diese Bühne, der sie sich stellen müssten, sich zuzumuten. Und deshalb haben die sogar auch alle Probleme. Und deshalb müssen wir da genau überlegen, wie können wir es den Menschen so gestalten, dass sie da Ja sagen und es vorziehen könnten gegenüber der Willkür-Konsumnische im kleinsten Kreis. Ich gebe wieder an den Dill. Ja, und ich will jetzt meine nächste Rede hier. Meine nächste Rede hier will ich heute dem widmen, wovon ich mir dann wieder die meisten Klicks verspreche. Indem ich mal ganz sachlich sage, das beste Liebesleben, der beste Sex eures Lebens, auch egal, ob ihr Milliardäre seid oder arm seid, der steht euch noch bevor. Weil ich glaube, dass, was die Reichen machen, dass sie sich auf großen Drogenpartys irgendwelche Prostituierten leisten, die sie regelrecht hassen, dass das Gegenteil von erfüllender Sexualität ist. Die erfüllende Sexualität setzt voraus, eine intensive Liebe, also dass man sich wirklich liebt. Und das ist das, was ich sozusagen in meiner Unterabteilung der Gemeinschaft Köln Süd in dem Unterexperiment Gruppenehe gerne erreichen möchte, dass irgendwann da idealerweise 40 bis 50 Männer, 40 bis 50 Frauen, ungefähr 50 Kinder oder mehr sozusagen sind. Und diese Liebe und Vertrautheit, diese tiefe Freundschaft mit all diesen Menschen dort einhergeht damit, dass man quasi nach 40 oder 50 Tagen wieder mit der ersten Frau als Mann Sex hat oder die Frau, die mehr hat. Wir haben ja in der Biologie die Tatsache, dass Frauen mehr sexuelle Aktivität brauchen, um dann wirklich vollständig erregt zu sein. Das spricht dafür, das passt zu diesem Konzept der Bonobo-Gruppenehe, nämlich dass Frauen eben mit 40 Frauen und 40 Männern sexuell aktiv sind. Und dadurch dann auch genügend Stimulation haben, um dann auch multiple Orgasmen erleben zu können, während wir Männer da ja kürzer angebunden sind und eben und dann auch viel Pause brauchen und so weiter. Und ja, aber dieses aus diesem Liebesgefühl heraus, aus dieser Vertrautheit, dieser lebenslänglichen Freundschaft, dieser lebenslangen Gemeinschaft, aber trotzdem ist die Frau, mit der man vor 40 Tagen das letzte Mal Sex hatte, nach 40 Tagen wieder ein aufregendes Abenteuer, ein aufregendes Erlebnis. Und das scheint eben das Wesen sozusagen eines Monobos zu sein oder eines
Ja, dass ich eben das auch bei mir erlebt habe, wenn ich in monogamen Beziehungen war. Ich war auch mal mit einer Adeligen verlobt und so weiter, wirklich mit einer echten Prinzessin, eine hübsche, fantastisch hübsche Prinzessin, ein bisschen verwöhnt und ein bisschen dickköpfig, aber ja, obwohl man da die hübscheste Frau von der Welt an seiner Seite hat, werden gerade dann, schweifte mein Blick, gerade dann war ich umso neugieriger gegenüber anderen Frauen. Ja, warum? Weil die Gruppenehesystematik eben gerade zur Bedingung hat, dass man eben immer wieder die Liebesbande auch zu den anderen Frauen der Gruppe schließen muss und immer wieder herstellen muss, sodass also immer innerhalb kürzester Zeit auch mit der schönsten Frau der Welt eine gewisse sexuelle Langeweile entsteht, die mich dann immer hat gelenkt hat, gerade dann, wenn ich mit der hübschesten Frau der Welt zusammen war, trotzdem den Blick ständig nach anderen Frauen zu richten. Und jetzt könnte man natürlich sagen, alle Menschen, die das machen, sind krank, sie sind gestört. Aber das widerstrebt dem biologischen Denker, der sagt, es könnte aber eben auch sein, dass das einfach seine Natur ist. Und dann muss man verstehen, was die Logik dieser Natur ist. Es geht darum, eine stabile soziale Einheit von 150 Individuen, frei von den Geißeln der Kindertötung und der Rivalentötung zu steuern, über einen Körperkontakt. Das hatten wir auch das letzte Mal als Thema, das, wo ich nochmal daran erinnern wollte, vor etwa 65 Millionen Jahren waren unsere Urgroßeltern, und das waren unsere Urgroßeltern, mausartige Tiere, und die fanden mausartige Tiere sexy. Das heißt, der Mensch war nie konstant und er wird nie konstant sein. Wenn wir jetzt die Gemeinwohlwirtschaft einführen, kann es sein, dass wir in 100, 200.000 Jahren Menschen haben, deren Köpfe doppelt so groß sind und deren Finger doppelt so schmal sind wie heute, damit wir besser manipulieren können, feine elektronische Bauteile und so weiter. Ja? Das heißt also, genauso, unsere Urgroßeltern waren mausförmig, und genauso kann es sein, dass wir in 100.000 Jahren ganz andere Körper haben. Menschen sind nicht konstant, sondern das ist ein fließender Prozess der Evolution, ja, der nie aufhört. Und da ist eben der entscheidende Punkt, dass sozusagen ich also noch einmal abschließend all den Menschen sage, in einer solchen liebevollen Atmosphäre, das ist das genau das Gegenteil von dem, wenn der Milliardär sich eine ihn hassende Prostituierte kauft und die ihn dann hasserfüllt zu Diensten ist. Das hat nichts mit erfüllender Sexualität und Liebe zu tun. Ja? Also von daher, liebe Leute, die in der Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd, da wartet echtes Glück und echte liebevolle Erfüllung und echte sexuelle Erfüllung, wahrscheinlich zum ersten Mal im Leben auf euch. Und ja, ich gebe weiter an Öff-Öff. Ja, danke schön, Dylan. Danke schön. Also es ist spannend heute. Also wir sollten das nochmal weiterverfolgen dann auch. Also wir sind jetzt bei der Frage, was ist, wenn wir schauen, wie wir am besten ja uns attraktiv machen können, wie wir da an Feinheiten so schleifen können. Also jetzt mit zum Beispiel eine Anzeige. Wie wir uns Wenn ich attraktiv machen können, auch wenn wir noch nicht die große Masse sind, die uns fehlt, ne? Genau. Für den einfachen Mann auf irgendeine attraktive Weise, die ihm auch nicht eine zu hohe Vertrauensschwelle wieder oder Schwierigkeitsschwelle darstellt. Hier hast du überhaupt jemanden, der dir zuhört. Also dann, da traue ich schon dann Gesprächstechniken wie der partnerzentrierten Gesprächsführung, in der ich ja ein bisschen ausgebildet bin, schon
schon zu, dass die Leute sich dann wohlfühlen können und ja, das angenehm empfinden und vielleicht deshalb auch immer wieder kommen. Also so ein bisschen diese sanfte Gesprächsatmosphäre ist aus meiner Sicht auch etwas, was bei den Wandelgesprächen ein paar Leute so angesprochen hat, dass die da ein bisschen so ein Zuhausegefühl da entwickelt haben. Aber auch da merke ich eben, die schwierigen inhaltlichen Themen, das, was, wo man sein willkürliches, seine willkürliche Lebenseinrichtung nicht so einfach mit beibehalten kann und nicht eben so machen kann, wie man Lust hat, das ist ganz schwierig, ne? Und auch wenn die Leute von der Gesprächsatmosphäre her sich ein Stück weit dann zu Hause fühlen können, ist das etwas, was sie fast immer schon wieder wegtreibt, dass sie das Gefühl, oh, das wird jetzt zu schwierig, da wird meine willkürliche Lebenseinrichtung zu sehr in Frage gestellt. Und andererseits die Akademiker, und Akademiker sind es ja auch, die, wenn man ganz weit schaut, solche Experimente machen, wie die, das Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, das Heilbiotop Tamera oder auch die Kommune Niederkaufungen, so eine Politkommune, immerhin mit dem Anspruch auch von Da gab es übrigens einen großen Fernsehbericht von über einer Stunde letztens, so der zeigte, dass die viel zu wenig immer wieder einen Mangel an Leuten haben, weil die Leute sagen, draußen geht es mir eigentlich genauso schlecht wie hier. Also ich, und manche gehen und manche kommen wieder und manche gehen, weil eben die auch diese Gemeinschaft es nicht schafft, einen spürbaren Unterschied zur Marktwirtschaft herzustellen. Ja, also ich betrachte das mal wieder so aus meiner Brille so ein bisschen so im Detail, also was ich da so wahrnehme. Also das eine Problem hatte ich eben mit der hübschen Frau beschrieben, die aus Tamera weggeht, weil sie die kleine, auch sexuell erfüllte Insel mit einem Partner vorzieht gegenüber der gemeinschaftlichen Spiegelungs- und Klärungsdimension. Also auch gerade die weltweite, die globale Verantwortlichkeit. Also das ist was, das stellt jeden Splitterentwurf, jede etablierte Splitterexistenz vor gewaltige Herausforderungen, denen man sich dann gerne entzieht. Also wie könnte man, wenn überhaupt auch eine Attraktivität darin liegt, offen und ehrlich so diesen Gesamthorizont zuzulassen, auch gemeinschaftlich diesen Klärungs-, Spiegelungs-, Reifungsprozess in die globale Verantwortlichkeit. Nehmen wir an, alleine schon, weil das auch intellektuell eben etwas hat. Also wenn man ehrlich denkt, kommt man nicht drum rum und so. Ne? Also nehmen wir an, das hat auch eine gewisse Attraktivität. Wie können wir das mit einem Spielraum verbinden für die Personen, dass sie sich nicht zu sehr auf die gemeinschaftliche Lichtbühne gezerrt fühlen und zu wenig für ihre individuellen und Splitter- und Willkürmotive haben, zu wenig Raum dafür haben. Also ich glaube, also wir brauchen auf jeden Fall sowas wie Ventile. Das ist mir völlig klar. Also und wir haben heute da eigentlich mehr Möglichkeiten zu als zu jeder anderen Zeit. Also wir könnten wirklich sagen, der einzelne Mensch hat die Möglichkeit, also sogar wenn er das erstmal gar nicht sozial versteht, sondern nur selber in seine Willkürwelt, in seinen Film, in seine Filterblase oder was auch immer, in seine Fantasien, ne? Seine persönlichen Horror- und Science-Fiction und was weiß ich. Also Fortnite mit seinem Suchtpotenzial ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Leute in so eine Welt, wo sie einfach sich zum Monster, zum Krieger, zum ach was weiß ich alles machen können und können das sogar aus der Ferne ausleben mit anderen, die ihnen nicht so sehr auf die Pelle rücken. Also das sind so Dinge, die haben starkes Suchtpotenzial. Und ich bin auf jeden Fall ziemlich sicher, so wie die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, solche Katharsis-Effekte sein mussten, dass die einzelnen Menschen mit dem ganzen Wirrwarr in ihrem Inneren nicht anders zurechtkamen, als das in andere fiktive Welten rein zu projizieren. Ob das das Theater war, die Mythen, die Götterwelten, wo die ganzen menschlichen Leidenschaften, das Unmoralische, das Überdrehte, was der einzelne Mensch im realen Leben nicht ausleben konnte und auch vielleicht gar nicht wollte, wo er das projizieren konnte in so eine Ventilwelt, ne? Was heute sicherlich eben auch die ganzen Horrorfilme und auch die das Fernsehprogramm insgesamt, ne? Sex and Crime und ja,
Er braucht diese Projektions-, diese Fläche, wo er das ausleben kann, was die geordnete Gemeinschaftlichkeit und die gemeinsame Bühne für den vernünftigen, verantwortlichen Blick, was das nicht ist. Ich glaube, durch die Computerwelt hätten wir heute die Möglichkeit, jemandem so zu sagen, hier, du hast ja, ne? Nimm dir ruhig die nötige Zeit am Tag, ein paar Stunden, wenn du es, wenn du es brauchst. Ist die Frage, wie sich das von der Verhältnismäßigkeit dann auch dosieren wird im Endeffekt. Geh hin, setz dich in deine Ecke, nimm die dreidimensionale Brille oder was, ne? Und auch gerne Mitspieler, oder wenn du dann nur einen Mitspieler zu haben willst, ne, der dir gerade besonders gut gefällt, wo es gar nicht danach geht, wie gut der Mensch ist und wie sehr du mit ihm die Welt retten kannst oder Weltrettungskonzepte entwickeln kannst, ne? Der ist einfach dein geeigneter Spielkamerad für, was weiß ich, das Monsterjagen. Ja, also ich denke, es hat eine hohe Erfolgsaussicht, wenn wir auf jeden Fall diesen Aspekt mit einbeziehen, zu sagen, hier Leute, ihr kriegt eure individuelle Willkürnische, kriegt ihr mit dazu. Aber wir müssen gleichzeitig das auch so stark wie möglich machen, dass die, also diese Attraktivität, die Dylan, dir sagt das ja was, ne, mit dem kosmischen Einheitsbewusstsein, dass man so, manchmal tritt man vor die Tür und fühlt sich eins mit allem, ne? Und das ist ein ganz besonderes Gefühl. Hatte ich als Kind auch mal, als ich da vor die Haustür trat und direkt neben uns war die Kirche, da ging um die Kirche rum, da sah ich in die Pfützen, wie das Licht sich drin spiegelte und so, hatte auch so ein Einheitsgefühl. Kann man an manchen Stellen haben. Ja, und ich erinnere aber dann dran, dass ich das in dieser polyamoren Liebessituation, genau da hatte ich das dann. Ja, bei mir war das halt so. Okay, aber das kann an anderen Stellen auch sein, da bin ich ganz sicher, ne? Das habe ich auch so an diesen anderen Stellen, wie beim Blick in die Pfütze und dieses faszinierende Spiel der Farbeffekte. Ich glaube, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Jedenfalls gibt es sowas. Und also wenn man es ausarbeitet, denkerisch ausarbeitet, dann läuft es aus meiner Sicht ja hinaus auf das zu Ende gedachte Post-Conventional Level, das Spirit Identification Level, wie ich das da so gut wie ich konnte bisher mir da so ausgedacht habe. Ja, also ich mache noch mal zwei, drei Sätze, weil wir haben jetzt auch schon Viertel vor. Also ich glaube noch eine Runde danach und dann werden wir heute, denke ich, auch wieder zum Ende kommen. Ja, und ich wollte noch sagen, wir müssen aber auch überlegen eben, wie können wir das für die Menschen attraktiv, diese andere Seite. Also sie kriegen ihr Ventil, sie können ihre Monsterjäger-Qualitäten mit einer, was weiß ich, geliebten Monsterjägerin, können sie in der Ecke mit den 3D-Brillen machen, können das besser haben als je zuvor in der Menschheitsgeschichte durch Mythos, Theater und Götterwelten. Okay, aber wir brauchen es auch, dass diese andere Dimension, wir denken gemeinsam verantwortlich fürs Ganze und gehen so miteinander um. Wir sind bereit, uns so zu spiegeln. Also auch das, was du dir immer sagst, ne? Sag mir meine Fehler, ich sag dir deine Fehler, dass wir da gemeinsam uns in der Vorwärtsentwicklung unterstützen und voranbringen können. Was die Tamerianer machen mit ihren SD-Foren, wo man sich spiegelt, damit man seine blinden Flecken und seine sozialen Schwächen und sowas alles erkennen und dran arbeiten kann. Und da ist es so, dass ich das total faszinierend finde. Ich reiße es jetzt nur noch an als Überschrift. Also ich würde gerne mal genauer schauen. Also Tamera hatte ich jetzt schon ein bisschen angeschaut. Tamera ist hinsichtlich der Konsens, Transparenz und also Tamera hat mehr so, ich sag mal, so ein bisschen psychosozial verdeckte Machtstrukturen auch noch. Also da kann ich mir vorstellen, dass so etwas wie die Kommunen Niederkaufungen mit ihrem Politverständnis von Konsensentscheidungen diesbezüglich da sogar transparenter ist. Aber ich würde gerne beim nächsten Mal dann nochmal genauer beleuchten an zwei Beispielen, nämlich Kommunen Niederkaufungen und die sogenannte integrierte Gemeinde, die ich in der katholischen Kirche kenne, als Versuch von Professoren miteinander die urchristliche Gemeinschaft zu bilden. Was ist das, was da noch gefehlt hat? Und wie könnte man das als einen attraktiven Punkt, eine Attraktivitätsqualität so formulieren oder den Menschen zeigen, dass sie da eben über diese Schwellen, die schon erreicht sind, eben auch mit integrierter Gemeinde oder Kommunen Niederkaufungen, noch mitgehen wollten in die Welt oberhalb dieser Schwellen? Ja, da sage ich beim nächsten Mal noch was zu. Ja. Das bedeutet,
Ich mache jetzt noch einmal ein Plädoyer. Na, was hat er jetzt? Ich habe jetzt gerade wieder hier eine Störung. So, was habe ich hier? Komm. Er will jetzt nicht. Dann mache ich das anders. Moment. So. Mache ich das jetzt anders und trickse das ganze System aus. Ja, ich erkläre jetzt noch einmal, warum glaube ich persönlich, warum haben mich all diese Argumente so überzeugt, die mich glauben lassen, dass wir einerseits, wenn wir eine glückliche und liebevolle Gemeinschaft hinkriegen wollen und wenn wir den Menschen, den Millionären, den Reichen wie den Ärmsten versprechen wollen, ich jedenfalls versprechen wollen, dass sie eine Qualität des Liebeslebens und aber auch des Sexuallebens, aber auch besonders des liebevollen Lebens kennenlernen werden, die sie noch nie kennengelernt haben, dass das eben dazu muss ich noch einmal erklären, woher das denn kommt. Woher kommt diese Überzeugung? Warum haben mich die Argumente der Biologen bis jetzt immer noch überzeugt? Warum kann ich nicht anders? Also, weil ich im Moment noch nicht den Fehler in deren Argumenten erkennen kann. Die haben mich gelehrt in den Jahrzehnten der naturwissenschaftlichen Ausbildung, dass die Kindertötung und Rivalentötung, die die menschliche Evolutionsgeschichte durchzieht und die wir heute noch in Reinform sehen können bei den Löwen, und bei den Gorillas. Ja? Wir haben leider keine Filmberichte darüber, wie Gorillas, die einen anderen Gorilla töten, deren Rudel erobern, wie sie dann die Kinder töten. Aber wahrscheinlich könnten wir, wenn wir das mal ganz sorgfältig beobachten, auch das irgendwann auf Film kriegen. Bei den Löwen ist es uns gelungen, das zu filmen, wie die Löwen andere, die Revierinhaber töten oder vertreiben und dann erst einmal die Kinder töten. Die machen das ja nicht, weil sie bösartige Monster sind, sondern sie haben in sich die DNS und die DNS als Befehlsgeber sagt ihnen, schieße mich in die Zukunft und räume anderes aus dem Wege. Und diese Kinder fremder Männer sind nun mal störend dabei, selber jetzt möglichst schnell eigene Kinder in die Welt zu setzen. Und deswegen tötet man dann diese Kinder der besiegten Rivalen. Ja? Und das ist nicht eine Bösartigkeit an sich, sondern das ist dieses grausame Prinzip der Natur, das die DNS befiehlt, schieße mich in die Zukunft und räume anderes aus dem Wege. Und genauso, wenn eine Säugetierfrau das Kind einer anderen Säugetierfrau tötet, dann heißt das nichts anderes als, ich zeige jetzt auch hier die entsprechenden Bilder dazu, die DNS sagt, liebe Frau, schieße mich in die Zukunft in Form eines solchen Kindes im Mutterleibe. Und das dann auf die Erde kommt und wo du dann statt der Nabelschnur die Verbindung zwischen Brustwarze und Lippen des Kindes herstellst und dann die Energie an das Kind übergibst. Vorher war es die Nabelschnur, jetzt ist es der Stillvorgang, ja. Und schieße mich in die Zukunft, sagt die DNS. Und dann ist die Frau getrieben. Und ich unterstelle ja nicht, dass es in unseren Gemeinschaften dazu kommen wird, dass eine Frau das Kind der anderen töten wird. Aber wir haben in der Forschung die Biologen haben festgestellt, dass zum Beispiel Frauen sich gar nicht bewusst sind, wenn sie ihre Kinder töten. Man hat einfach festgestellt, dass Frauen, die größere Chancen auf Wiederverheiratung hatten, wenn die Kinder, die bisherigen, stellen wir uns vor, eine Frau hat zwei Kinder, und der Gatte stirbt. Und jetzt hat die Frau keinerlei Chancen auf Wiederverheiratung zu bestimmten Zeiten gehabt. Und dann ist sie hingegangen und hat diese Kinder getötet, aber doch nicht bewusst.
sondern sie hat einfach, wenn die Kinder krank waren, ein ganz bisschen diese Kinder, die Krankheit unterschätzt, die Kinder ein ganz bisschen vernachlässigt. Dann sind die gestorben, die Frau hat sich neu verheiratet und hat dann 4 Kinder in die Welt gesetzt und hat dadurch dann mehr Kinder hinterlassen in der Evolution als vorher. Und also die DNS als Befehlsgeber hat ihr also quasi befohlen, lasse die anderen Kinder einfach irgendwie sterben, nimm das nicht so genau mit der Sorgfalt und dann kannst du mehr Kinder hinterlassen. Das erinnert mich an die Schweine, die, wenn ein Wurf nur 4 Kinder hat, dann fressen sie diese 4 Kinder wieder auf und kriegen dann kurze Zeit später wieder 8 Kinder, weil sie dann in der Summe wieder mehr hinterlassen haben. Was ich damit sagen wollte, ist einfach, noch einmal, dieses Liebessystem, der viele Körperkontakt, der wurde nur entwickelt, um diese grausamen Aspekte der Kindertötung und der Rivalentötung zu beenden. Und das ist nur 2 Arten gelungen, laut biologischer Aussage. Panpaniscus bonobo und dem späten Homo erectus, also unseren Urgroßeltern. Nur diese beiden Arten ist es gelungen, ein Kuschel- und Liebessystem zu entwickeln, das erfolgreich die Tendenzen zur Rivalentötung und Kindertötung, so nach dem Motto DNS, befiehlt, schieße mich in die Zukunft und räume anderes aus dem Wege, dieses zu kontern. Und dass ich sage, ja hoppla, vielleicht müssen wir auch die Bedingungen von späten Homo erectus und von Bonobo, Panpaniscus, wiederholen und imitieren, um so stabile Verhältnisse hinkriegen zu können. Denn es reicht mir ja auch, wenn in einer Gemeinschaft ein Mann einen anderen einfach nur etwas schlecht behandelt. Der muss ihn doch nicht umbringen, sondern nur etwas schlecht behandelt. Und schon entsteht eine Spannung, die noch über das hinausgeht, was die antrainierte Streitsucht der Marktwirtschaft ist, sondern da entsteht auch eine Spannung, die aus dieser Triebhaftigkeit des Menschen auch resultiert. Und vielleicht kann ich die nur kontern, wenn ich da auch wieder überall Liebesbeziehungen einbaue und so weiter. Und das ist der Grund, warum es mir, warum ich so sage, bis jetzt haben mich die Argumente der Biologie überzeugt, dass ich schon versuchen muss, die Bonobos zu kopieren und den späten Homo erectus zu kopieren, wenn ich wirklich ein stabiles Kommunensystem haben will. Aber das ist, wie gesagt, jetzt meine Stimme. Das ist die naturwissenschaftliche Stimme, die mir das so erklärt, ne? Ja, und ich sage nochmal abschließend an alle Reichen und alle Armen, deswegen diese Bonobo-Lebensweise und die späte Homo erectus-Lebensweise irgendwann mal zu kopieren, bringt eine Befriedigtheit, die wir in der Marktwirtschaft niemals erreichen werden. Ich gebe weiter, das war wohl jetzt auch mein letzter Beitrag und nachher suchen wir jetzt nur noch kurz das Ende, gell? Tschüssi, ich gebe weiter an Öff. Ja, genau. Jetzt haben wir schon 3:10. Ich versuche mal recht kurz und knackig, das kann man auch fortsetzen beim nächsten Mal, diese Perspektive, Weiterführungsperspektive, die ich schon nannte. Also ich schätze den biologischen Ansatz, das kurz zu dem, was du gesagt hast, Dylan, und ich bin total begeistert davon, damit Mehrschienigkeit, so Experimente zu machen, auch in Kommune versuchen, verschiedene Anteile der Kommune zu gestalten, in denen man verschiedene Dinge ausprobieren kann, experimentieren kann. Der Anteil, den ich dann eben so schwerpunktmäßig mit dirigieren werde oder mit Regie da führen kann, wird der sein mit der Geistesentfaltung, indem wir eben sagen, als denkendes Tier, als Vernunftseele, als Wesen mit Vernunftseele, wollen wir das vor allem und über allem ausleben. Die Vernunft sucht nach Sinn und Wohl des Ganzen, also nach möglichst viel Sinn. Und das läuft dann hinaus natürlich, dass man sich am meisten über einen Sinn im Ganzen auch freuen kann.
Und ja, also das als Motiv, als Maßstab, wirklich über alles andere im Leben stellen zu wollen. Und das, da kann man schon durch eigenes kritisches Denken und indem man sich dem Gespräch mit anderen stellt, kann man dann da schon eine Orientierung, einen Kompass dafür bekommen, wie das am besten aussehen kann, theoretisch und praktisch. Ja, und ich bin trotzdem der Ansicht, also wie ich schon erklärte, die Menschen brauchen ein Ventil, um dann da eben in einer Nische mit Lieblingsspielpartnern, vielleicht Monsterjäger und was weiß ich, sein zu können, oder Monster sein zu können. Harmlos und schadlos natürlich, indem das so eine fiktive oder digitale Wirklichkeitsebene ist, die man dafür gestaltet oder dafür einsetzen kann. Ja. Also es hätten sonst, wenn wir keine Computer geschaffen hätten, hätte es vielleicht Traumkunst und sowas sein können, womit wir den Menschen da diese Art des Auslebens so eröffnet hätten oder eröffnen könnten. Aber der Computer gibt, glaube ich, Möglichkeiten. Aber jetzt komme ich dann zu dem, was ich sagte. Okay, wir haben jetzt abgedeckt, der Mensch kriegt sein Ventil für seine Monsternische mit Lieblingsmonsterpartnern. Auf der anderen Seite, wie sieht es aus mit der Attraktivität, die darin liegt, eben jetzt wirklich das Geistwesen rauszulassen, gemeinsam zu denken, zu reflektieren, sich gegenseitig zu kritisieren, sowas wie diese SD-Foren bei den Tamerianern und so zu machen. Wobei ich bin da nicht dafür, eben so Pflichtveranstaltungen draus zu machen, hier die und die Zeit, jeden Tag müsst ihr, und wenn ihr nicht oft genug kommt, dann ist schwierig. Also nicht in der Schule mit den Stunden, sondern es müsste dann aus einer inneren Attraktivitätsmotivation, aus einer Begeisterungsfähigkeit kommen. Ja, also nehmen wir mal an, es könnte da im Menschen als reinste Form dieser Geistesmotivation, Geistesattraktivität, das Prinzip formuliert werden, wir wollen eben wirklich ohne Tabus und ohne Verkrüppelungen so gerade, ehrlich und offen wie möglich denken und wirklich nach den besten Argumenten, nach Argumentequalität gehen. Dann wird aus meiner Sicht herauskommen, ob jetzt bezüglich der Kommunenniederkaufungen oder dieser integrierten Gemeinde, also die integrierte Gemeinde, da haben sich halt Professoren, ich glaube in München, zusammengetan, um so die frühchristliche Kommune nachzudenken. Und die Politkommune Niederkaufung will ja so Konsensgemeinschaft und Gütergemeinschaft praktizieren. Wo sehe ich Grenzen? Wo jetzt jemand, der sagt, ich bin begeistert dafür, einfach so ehrlich und umfassend wie möglich zu denken, wo der jetzt sagen könnte, Mensch, ja, richtig, Mensch, das kann man ja weiterdenken und konsequenter ausgestalten, wow, und weil ich ja jetzt eben möglichst gut so weiterdenken und gestalten will, bin ich da jetzt begeisterungsfähig und will da mitmachen. Wo liegt das? Also in beiden Fällen ist es so, dass das gemeinsame Entscheiden und das Miteinander teilen auch der materiellen Lebensgrundlagen ist weiterhin quasi eingezäunt. Also bei den Professoren ist natürlich eine leichte Übung, wenn Professoren miteinander ihr dickes Gehalt teilen, ne, mit den Armen zu teilen, wäre eine ganz andere Qualität. Oder auch Blick in die Zukunft mit den Kindern der Zukunft teilen zu wollen und was das von einem fordern würde, wären andere Dimensionen, ne? Also der begeisterungsfähig ist fürs möglichst gerade vorwärts getriebene Denken, der müsste jetzt natürlich dann sagen, ja, klar, Öffi, hast recht, deshalb ist die integrierte Gemeinde auch nur so ein eingegrenztes Spielfeld, so ein Sandkasten. Und es müsste was anderes noch, eine andere Dimension da reinkommen. Ähnlich ist es bei der Kommunenniederkaufung, weil ich mache es jetzt verkürzt und platt, aber da kommen Leute zusammen und dann müssen sie sich miteinander vertraut werden. Sie müssen als zuverlässig genug angesehen werden, um mitmachen zu können bei dieser Art von Konsensgütergemeinschaft. Aber im Endeffekt sind es Leute, die doch so bürgerlich integriert sind, dass, mal ganz platt gesagt, es dann reicht, wenn man miteinander sich einigen kann, also auch Konsens finden kann, wie teuer die Urlaubsreise für den einen und die Fortbildungsveranstaltung für den anderen sein darf und ob das klappt miteinander. Also so im Konsens solche Aufteilung des Geldes im gemeinsamen Pool durchführen zu können. Ich finde schon beachtlich, dass das so lange hält und funktioniert und sehe auch, dass das für viele Leute schon als Anspruch etwas ist, wovor sie eher fliehen, als dass sie das mitmachen wollen. Und ein Teil wird eben auch vielleicht sagen,
sagen, es ist ja nur halb. Die, die sagen, es ist nur halb, haben ja wieder insofern recht, weil dieses bürgerliche Leben, wo man dann lernt, jetzt miteinander die Urlaubsreise und die Fortbildungsgestaltung aus dem gemeinsamen Topf im Konsens finanzieren zu können, das ist natürlich auch weit davon entfernt, die persönliche Verantwortungsreife bis zum post-conventional Level zu führen und die Konsensdemokratie in Richtung Menschheitskonsensdemokratie zu Ende zu denken, wo es dann bedeuten würde, dass der Konsens so tragfähig sein muss, dass wenn da jetzt die gesamte Gemeinschaft zusammenkommt, man überlegt, ne, wie machen wir die Haushaltsführung für das nächste Jahr, was soll da vielleicht auch hier an Konsumlevel für uns jetzt möglich sein? Und dann tritt einer mit beweisbaren wissenschaftlichen Fakten auf und sagt hier, für die Rettung oder die Erhaltung der Lebensgrundlagen der Kinder der Zukunft müssten wir das und das machen. Und das würde jetzt hier sehr starke Einschnitte hier in unserem Konsum bedeuten. Ja, ich mache sowieso als Letztes und dann bin ich danach auch fertig. Aber der wichtige Punkt also, wenn dann der Wissenschaftler auftritt und sagt hier, also es ist für das Wohl der Kinder der Zukunft, die wir ja eigentlich nach unserer fundierten Konsenslogik als die entscheidendste Gruppe oder Mehrheit in Anführungszeichen ansehen müssten, ist es nötig, einen ganz drastischen anderen Schritt zu machen, dann würde das, ist das natürlich nicht mit drin in der Dimension dessen, was da die Kommune, Politkommune Niederkaufungen als Konsensgütergemeinschaft praktiziert. Überschriftmäßig, ne, wäre bei einem in der nächsten Male, wenn das gewünscht ist, also vielleicht dann auch wieder mit mehr Leuten, aber ich meine, gut ist ja, es sehen ja jetzt auch mehr Zuschauer, die können sich ja, wenn sie wollen, melden, wenn sie das intellektuell und menschlich und moralisch, ethisch so reizt, da die Dimensionen zu weiten, dann könnte man da weiterdenken. Aber also ich lebe von der Sehnsucht da ein Stück weit auch, dass, wie gesagt, mit guten Nischen, wo die Leute ihre Monster ausleben können, ihre Monsterseiten, dass für dieses ehrliche Zu-Ende-Denken der Dinge, dass da Leute sein könnten, die sagen, okay, wir gucken uns die integrierte Gemeinde und die Politkommune in der Kaufung an, das ist uns zu sehr halb. Also wir sehen, das ist überhaupt schon ein großer Anspruch und in uns sträubt sich auch vieles dagegen. Aber dann ist es auch nur halb. Und wenn, dann wollen wir es ganz. Und die so in dem Sinne sagen, jo, wenn, dann wollen wir es ganz, das befriedigt erst unsere Geistseele dann so richtig, ne? Die hoffe ich, dass sie diese Sehnsucht dann zu mir treibt und wir unsere Sehnsüchte dann miteinander verbinden können. Okay, das wäre es für heute von meiner Seite aus. Ne? Ich umarme dich, Dylan, ganz herzlich und schicke auch eine Umarmung an die Zuschauer und Zuhörer. Lasst es euch gut gehen, werdet wesentlich eure Seele aus. Ja. Und wir suchen jetzt wieder das Ende für heute. Und ich habe auch nur eine kurze Bemerkung. Genau, ich möchte dem Öffi nochmal zustimmen. Die Mehrschienigkeit oder das, was ich früher auch mal doppelte Doppelschienigkeit genannt hat, ist vielleicht besser zu sagen, Mehrschienigkeit, die sehe ich für sinnvoll, dass wir verschiedene Unterexperimente machen und einfach gucken, was bei rauskommt, ja, und wie sich's entwickelt. Und ich sage noch einmal, was mir heute noch wichtig ist zu sagen, ist, dass die Biologen mich halt gelehrt haben, dass es zwei Spannungsquellen in Gemeinschaften gibt. Also wenn Gemeinschaften anfangen zu wachsen, also sei es Tamera, Zeck oder Niederkaufung, dann gibt es zwei Spannungsquellen. Einmal die vorteilbringenden Irrtümer der Marktwirtschaft, die uns zum Beispiel zur Rechthaberei und zur Streitsucht aufhetzen. Ja? Die können wir abbauen mit unserer Supervision. Die können wir im Gespräch quasi bearbeiten und können sie idealerweise aus den Köpfen rauswerfen. Und dann haben wir diese Spannungsquelle beseitigt. Aber die Biologen sagen, nein, das reicht aber nicht ganz. Es gibt noch eine zweite Spannungsquelle in Gemeinschaften unter Menschen, nämlich diese DNS-Befehle, die ich vorhin genannt habe, schieße mich, deine DNS, in die Zukunft und räume alles andere aus dem Wege. Und das kann dann zu gewissen gespannten Situationen mit
zwischen zwei Männern oder zwei verschiedenen Männern. Es kann dazu führen, dass Männer zum Beispiel manche Kinder irgendwie dann doch nicht ganz so liebevoll behandeln, wie man sich das wünscht. Ich habe die Zahlen ja genannt, dass also wenn Männer wissen, dass ein Kind nicht von ihnen ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit der Misshandlung, des sexuellen Missbrauchs, der Gewalttaten und der Tötungen um das 40-fache an. Ja? Und diese Spannungen zwischen Frauen, ja, und so weiter. Und da ist das Besondere, dass mich die Biologie gelehrt hat, vielleicht kann man es nicht besser machen, als dass man die Bonobos und den späten Homo erectus kopiert. Und die Mechanismen, die die dort verwendet haben, um diese zweite Spannungsquelle, nämlich diese DNS-Befehle, zu neutralisieren und zu, ja, letztendlich ineffektiv zu machen, dass man die verwendet. Und das ist halt so dieser Punkt, der mir dabei so wichtig ist. Ja, also, und wir suchen das Ende. Wenn du noch was hast, was dir besonders wichtig ist, dann jetzt. Nee, ich habe alles gesagt. Lasst eure Sehnsucht nach den höchsten Dimensionen raus. Ne? Von mir aus auch, dass ihr viele Monster jagt, Fortnite-Könige werdet oder so in den Nischenzeiten. Und ansonsten lasst eure Sehnsucht nach den höchsten Dimensionen raus, eure Vernunftseele durch das bis zu Ende Denken sich entfalten zu lassen. Ja, dann bis nächsten Samstag und wir hoffen, dass wir irgendwann, obwohl die Masse der 83 Millionen so attraktiv ist, dass die Leute immer dahin rennen und immer irgendwas dort zu tun haben und nicht bei uns, dass wir trotzdem vielleicht mal irgendwann so viele werden, dass dann selbst eine Eigendynamik, eine kritische Masse entsteht, die dann von sich aus auch attraktiv wird. Ja? Aber bis jetzt haben wir diese kritische Masse leider noch nicht. Aber wir versuchen es weiter und machen. Und du schickst mir noch den Link für Montag, ja? Und dann machen wir einen ganz behutsamen Anfang nochmal dort. Ne? Genau. Wir reden nicht nur mit den Wissenschaftlern, sondern da reden wir mit den suchenden, einfachen oder sensiblen Kindern. Wenn wir das schaffen, haben wir da eine gute Einstiegsatmosphäre für alle Menschen. Genau, und die Grundübung aller freien Argumentekultur ist einfach, dass wir alle lernen müssen, zu ertragen, dass der andere eine andere Weltsicht hat und andere Argumente, warum er diese Weltsicht vertritt und warum er im Moment so handelt, wie er handelt, weil er überzeugt ist von bestimmten Argumenten. Und dieses Ertragen können wechselseitig ist die allererste Übung auf dem Weg zur freien Argumentekultur letztendlich. Ja, dann bis nächste Woche. Bis dann. Tschüssi, bis dann.